Manticore. Manticore ist ein Fabelwesen aus der griechischen Mythologie und der persischen Mythologie. Manticore ist ein Mischwesen. Manticore ist ein Wesen, das besteht aus dem Kopf eines Löwen, beziehungsweise dem Körper eines Löwen, dem Kopf eines Menschen, dem Schwanz eines Drachens oder Skorpions. Manchmal hat ein Manticore auch Flügel, mit denen er fliegen kann und mit denen er auch vieles bewirken kann. Manticore kommt wahrscheinlich aus dem Persischen und bedeutet Menschenfresser. Und damit ist auch klar, dass Manticore letztlich eine Art dämonisches Wesen ist, das gegen Menschen kämpfen kann. Der Manticore kann sogar Giftpfeile abfeuern, also giftige Stacheln wie Pfeile abfeuern. Und er kann diese Pfeile auch aus der Mähne schießen. Er kann jedoch auch mit seinen Krallen töten. Und so heißt es, dass der Manticore im indischen Dschungel lebt und er erreicht die Intelligenz eines Menschen und er kann sprechen. Man findet den Manticore in persischen Sagen aus dem 5. Jahrhundert vor Christus und im Mittelalter wurde der Manticore da genommen als Fabelwesen und als Symbol für die Tyrannei, auch für den Neid und die Kraft des Bösen. So wie ein Manticore aus jedem Haar und aus jedem Stachel heraus Giftpfeile losschicken kann, so gibt es auch Tyrannen, die alles mit allem, was sie tun, Schlimmes bewirken. Und so ist da Manticore auch eine Warnung. Pass auf, dass du deine Pfeile nicht einfach so verschießt. Anstatt mit anderen zu kämpfen und mit Ironie und Sarkasmus auch andere mit Giftpfeilen zu traktieren, sei freundlich und mitfühlend.